Das war nix, in allen Belangen unterlegen. 0-6 bei den Bayern, dazu noch die fünfte Gelbe für Marius Bülter. Aber irgendwie geht es weiter. Es muss weitergehen. Es wird weitergehen, ganz klar. Und darüber reden wir mit unseren Legenden Klaus Fischer und Rüdiger Bramczyk. Und als Gast heute freue ich mich sehr, dass er da ist. Der große Gewinner und Aufsteiger, ne, als Oberliga. Ja. Seid ihr schon Meister? Frau Prekas ist da. Nee, noch nicht ganz. Ich glaube, wir brauchen noch einen Punkt. Haben noch drei Spiele. Also von daher müsste das machbar sein. Ja, Manager des FC Gütersloh, und die sind eben jetzt aufgestiegen von der Oberliga in die Regionalliga und das vielleicht sogar oder wahrscheinlich als Meister. Ne? Schön, dass du da bist, dass du die Zeit gefunden hast, denn ich meine, als Manager, wenn man von einer Liga in die andere, ne, da ist man richtig auf der Suche und beschäftigt. Aber das sind sie das ganze Jahr über schon. Beschäftigt. Ja, aber ich glaube, jetzt ist es nochmal Crunch-Time, ne, für Verstärkungen der Liga höher. Auf jeden Fall ist es so, viel Zeit zum Feiern gibt es nicht. Ja, wie gesagt, oder wie du es gesagt hast, aufgestiegen in der Regionalliga. Die Saison fängt Ende Juli schon wieder an. Heißt im Endeffekt, wir fangen, denk mal so, den 20. Juni so ungefähr mit der Vorbereitung an. Haben das Pokalendspiel auch noch am 3. Juni in Rhinern. Damit können wir dann die erste DFB-Pokalrunde erreichen. Und ja, wenn man das dann hochrechnet, sind es, denke ich mal, so 2,5 Wochen Urlaub und dann geht die Vorbereitung schon wieder los. Also es geht alles recht schnell und wir versuchen wieder eine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine zu bringen. Heißt, es müssen einige Spieler gehen und wenn möglich gute dazukommen oder besser als die, die gehen. Dann wird die Mannschaft wieder besser. Sag jetzt aber und nicht, wer gehen soll. Nein. Die es ist aber so, Abi, da steigen zwei auf. Also aufgestiegen sind wir. Wir wollen natürlich noch Meister werden. Also ja. Von daher wissen wir ganz genau, wir spielen nächstes Jahr Regionalliga. Ja, ist ja super. Natürlich sage ich, die gehen sollen, sage ich das persönlich. Und die werden es jetzt auch bald wissen. Und dann gehört einfach dazu. Ja, man muss halt schauen, dass man auch in der Regionalliga eine gute Truppe auf die Beine stellt. Und dann gibt es manchmal auch mal unangenehme Lösungen oder Entscheidungen. Und das gehört dann einfach dazu. Ja. Die muss man dann menschlich gut verkaufen. Ne? Und dazu gehört natürlich auch, dass man sich hier menschlich gut präsentiert, dass wir sagen, schön, dass er wieder da ist. Ja, ja. Klaus, aus dem Krankenhaus zurück. Alles wieder in Ordnung? Alles in Ordnung. Prima. Dann können wir loslegen mit der Analyse oder wollen wir gar nicht? Also eigentlich macht es überhaupt Sinn, großartig das Spiel in München noch zu sezieren? Ja, aber ihr müsst ja sehen, wie wir die letzten drei Auswärtsspiele gespielt haben. Ja, kein Tor gemacht. 6 Tore, 4-0, 3-0 und so weiter. Und natürlich haben wir von vornherein gesagt, dass es schwer wird in München. Weil wir gedacht haben, wir holen in München was, das ist weit von der Realität weg. Ja? In der heutigen Zeit nicht. Zu unserer Zeit war es was anderes, weil da hatten wir eine andere Mannschaft, hatten viele Nationalspiele in den Reihen, also wir fast, sagen wir mal so, auf Augenhöhe. Und wir sind nach München damals gefahren, um zu gewinnen. Nicht um hier gutes Ergebnis. Nee. Und jetzt wäre ein gutes Ergebnis, eine knappe Niederlage gewesen. Aber die München spielen um die deutsche Meisterschaft, die wissen auch, um was es geht. Und nach dem 1-2-0 oder so, hast du gedacht, hallo, hier gibt es nichts zu holen. Und schauen, da man die Niederlage in Grenzen hält, aber die haben wir nicht in Grenzen gehalten. Wir haben 6 Stück gekriegt und jetzt müssen wir natürlich das verarbeiten. Ihr kennt das ja aus der eigenen Erfahrung, wenn man mal einen gekriegt hat. Wie verarbeitet man das am besten, indem man genau sagt, an der Stelle hat der und der den Fehler gemacht? Oder sagt man, komm, nächstes Spiel? Naja, okay. Aus eigener Erfahrung, ich habe 9 Jahre in Bochum gespielt. Es war regelmäßig, dass wir halt bis zum fast letzten Spieltag in der Bredouille waren und gegen den Abstieg gespielt haben. Und das hat dann zum Glück auch oft geklappt. Aus Erfahrung kann ich sagen, man sollte sich nicht allzu lange mit diesem Spiel in München aufhalten, weil es ist einfach eine hohe Niederlage, die man eigentlich so schnell wie möglich abhaken muss. Es ist ein bisschen schade, auch wegen des Torverhältnisses im Endeffekt, dass die Niederlage ein bisschen hoch ausgefallen ist. Es geht jetzt weiter, jetzt kommt Frankfurt und voller Fokus auf Frankfurt, weil danach in Leipzig
wird es natürlich, wenn man da dann die Punkte noch holen muss, weiß ich nicht. Ich sehe dann eher die Chancen, Klaus, du hast es selber gesagt, auswärts ist nicht viel drin. Dann muss man halt das Spiel hier gewinnen. Das war schon oft so, das hat auch oft oder fast immer funktioniert, wo alle gesagt haben, heute müssen wir hier gewinnen. Und dann hat es auch geklappt. Also von daher haben wir, denke ich, große Hoffnung, das Spiel zu gewinnen. Und ja, dann bist du von der Punktzahl ganz gut dabei. Und dann gehen die Rechnerspiele los. Ja, ist ja dann auch die Frage, was die anderen alle machen. Das ist einfach so. Das Üble neben der Höhe der Niederlage und der Chancenlosigkeit, wo man ja doch ein bisschen gehofft hatte, so 5%, dass vielleicht doch noch was geht, war die Tordifferenzgeschichte, hat Rob angesprochen, und jetzt natürlich die Konsequenz, Marius Bülter, fünfte Gelbe, dein bester Stürmer, nicht dabei gegen Frankfurt. Ja, Pech, oder hat er in dem Augenblick sich auch nicht schlau angestellt? Ich muss sagen, ich bin auch nicht mal sauer auf dem Reiz, dass er das gemacht hat, meiner Ansicht nach. Bin ich selber schuld, wenn ich jemand hinterherlaufe und ihn am Trikot ziehe und ich weiß, ich habe schon vier gelbe Karten. Das darf ihm eigentlich nicht passieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war einfach Blödsinn. Das war noch 40 Meter vom Tor. Ich weiß gar nicht, auf was für eine Idee der gekommen ist, den beim Trikot zu ziehen oder dem, was weiß ich, von hinten in die Beine zu treten. Also das ist für mich so eine Geschichte, die verstehe ich nicht. Auch wenn er gefährdet ist, und Reis hat ihn da spielen lassen. Also du bist Stürmer, Außenstürmer, so wie ich auch früher war. Also ich habe ganz wenig gelbe Karten gekriegt, weil im Endeffekt kommst du damit gar nicht eigentlich zusammen. Das heißt also, du weder eine rote Karte noch eine gelbe Karte kannst du da kriegen, wenn du nicht ganz verrückt bist und so wie er gemacht hat, hinterher zu laufen. Ist meiner Ansicht nach seine Schuld, und danach hat er sich geärgert. Aber wenn man so dumm ist und das macht, dann muss man sich nicht ärgern. Ja, aber zwei Gründe dafür, dass Reis ihn hat spielen lassen. Erstens, du sagst es schon, eigentlich kommt man selten in so Situationen. Ne? Und in der Situation hat er ihn gekreuzt, trifft ihn unten und hat einmal vorne den Arm ausgestreckt. Und das als Paket gab die gelbe. Und die zweite Geschichte, wenn der Reis ihn nicht spielen lässt, dann kriegt er natürlich von allen vorgeworfen, du schenkst ab ohne deinen besten Stürmer. Ja, ich brauche den besten Stürmer gegen Eintracht Frankfurt und gegen Bayern München. Das ist eine andere Geschichte. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, habe ich persönlich nicht verstanden. Und natürlich, Abi hat es ja gesagt, der Spieler ist selber schuld, aber es kann immer passieren. Ich meine, ich habe auch in 20 Jahren 9 gelbe Karten gekriegt. Ja, und dann vielleicht wegen Meckern, weil sie mich auf die Socken gehauen haben und der Schiedsrichter hat nicht gepfiffen. Das kann sein. Aber normalerweise kriegst du keine gelbe Karte als Stürmer, wenn du weißt, du darfst sie nicht kriegen. Aber wir können reden, wie wir wollen. Die ist da und er spielt nicht. Ja, 15 Spiele lang hat er es geschafft, ohne die fünfte Gelbe. Und ausgerechnet jetzt hat er sie dann. Okay, ist so. Das heißt, welche Alternativen sehen wir gegen Eintracht Frankfurt in der Besetzung rechts vorne, links vorne? Ich weiß es nicht. Also ich weiß überhaupt nicht, wie der spielen lassen wird hier gegen Frankfurt. Ich weiß nur, dass du das Spiel gewinnen musst. Und wenn du jetzt zu defensiv anfängst, hast du genauso viele Schwierigkeiten. Dann werden die Frankfurter das Spiel machen und dann werden die uns auseinandernehmen. Greifst du zu früh an, machst du mit 2 oder 3 Spitzen, bist du vielleicht zu offen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also zurzeit möchte ich nicht in Reis seine Haut stecken, weil wen soll er spielen lassen? Frei macht kein Tor. Torodde macht zurzeit auch keine Tore. Also große Alternativen hast du nicht. Polter ist noch nicht hundertprozentig fit für mich. Und trotzdem musst du schon drüber nachdenken, den eventuell spielen zu lassen. Ja, also ja, aber eins ist auch klar. Du kannst dich nicht hinten reinstellen. Du musst dein komplettes Spiel weiter nach vorne schieben. Ja, damit wir vielleicht, wenn wir natürlich aggressiv in die Zweikämpfe gehen, Bälle gewinnen und in den Strafraum zu kommen. Aber wenn wir uns zurückziehen und wollen kontern oder was, das funktioniert mit den Spielern, die wir haben, nicht. Mit Bülter ja, aber so nicht. Und da bin ich gespannt, was sie sich einfallen lassen, wie wir gegen Eintracht Frankfurt hier zu Hause gewinnen. Also du musst gewinnen. Alternative ist eigentlich nur, dass die verhältnismäßig viele Leute haben für hinten, alternativenmäßig, finde ich. Ja, wo der Sepp meiner Ansicht nach nachher als rechter Verteidiger gegen Cormon gespielt hat,
war für mich eine Katastrophe gewesen. Dann hätte ich sofort wieder gewechselt, weil der kam ja gar nicht gegen den klar. Der drehte den ja ein paar Mal ein. Ja, und unser großer Sepp, der wusste gar nicht, was los war. Also das fand ich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte ich sofort wieder gewechselt. Ja, Spiel ist ja jetzt vorbei. Ja, ja, gut, Klaus. Du musst jetzt auf Eintracht Frankfurt. Und da musst du dir was ausdenken. Die ganze Trainer, Co-Trainer, wie machen wir das? Und da bin ich gespannt. Ja, du hast ja jetzt aber Alternativen, sage ich mal, für die beiden Manndecker in der Viererkette, ja. Wer da jetzt rechts spielt, keine Ahnung. Aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, würde den Sepp da spielen lassen. Also tut mir leid. Also da ist nicht seine Position. Da findet er sich nicht zurecht. Ja, liegt natürlich daran, dass Matriciani nicht dabei war, ne? Weil der vor dem Schlag aus dem Mainz-Spiel noch nicht wieder ganz dabei war. Rob, jetzt aber für Thomas Reis irgendwie großartig was am System zu ändern, was geklappt hat in den letzten Wochen, wäre auch ja, aber ich sehe alle Spiele hier. Ich bin immer hier und ich finde immer, es muss ein Ganzes werden wieder mit Fans im Rücken. Und ja, okay, wer spielt? Natürlich, die Trainer machen sich viele Gedanken. Es gibt viele Konstellationen. Wichtig ist, denke ich, das ganze Spiel erstmal zu stabilisieren, heißt gut in den Zweikämpfen kommen, gut dabei sein, Arbeitsfußball spielen, sich in das Spiel reinarbeiten und dann ganz mutig auch im Umschaltspiel einfach sein. Gut stehen, wenig zulassen, ist immer einfacher gesagt als getan, ist mir klar. Und trotzdem dann, wenn du umschaltest, dann mit 3, 4, vielleicht sogar 5 Leute, heißt über die Außen vielleicht durchkommen, eine Flanke und dann im Rückraum nachrücken und dann nicht hinten stehen bleiben, dass eine Riesenlücke ist, dann wird es total schwierig, auch vorne mal gefährlich zu werden. Und wenn das nicht ist, ja, dann wird es natürlich auch schwer, ein Spiel zu gewinnen. Aber das schaffen sie eigentlich in den letzten Heimspielen auch ganz gut. Und von daher habe ich auch gute Hoffnung, wenn alles dahinter steht und voller Kanne das Ding hier angeht und die Jungs sich reinhängen, bin ich guter Hoffnung, dass das hier ein erfolgreiches Spiel wird. Doch, ich sehe ja, das nicht so. Nicht so aber die haben natürlich so einen vorne auch, der umworben ist von ja, aber ist ja egal, Spitzenmannschaft in Europa. Ja, also da müssen wir höllisch aufpassen und wir dürfen da kein Tor fangen. Wir müssen wirklich alle und keine großen Fehler machen, weil dann kannst du das Spiel nicht gewinnen. Ich glaube auch nicht, dass wir so wie in Bayern jetzt Mann gegen Mann spielen sollten. Nein. Also das ist total in die Hose gegangen, fand ich, weil die Frankfurter haben auch verhältnismäßig viele und gute und schnelle Spieler. Also ich weiß nicht, ob ich das machen würde, weil wenn du nicht bei 1-gegen-1 richtig zur Sache gehst, das war in Bayern ja so, ja, man ist nur mitgelaufen, man hat also machen lassen und ist nicht richtig hingegangen. Und dann kommst du in Schwulitäten. Was uns zugute kommen könnte, ist, Eintracht Frankfurt ist im Pokalendspiel. Und jeder will da dabei sein. Also musst du von Anfang an zeigen, was hier los ist. Dann springen die mal hoch oder ziehen zurück. Ja, also bei uns gibt es ja nur Beißen und Kratzen. Sonst. Aber da kommen wir ja auch drauf. Ja. Ins Spiel reinarbeiten heißt das auch. Und nicht, wir spielen hier erstmal Fußball und wenn das nicht klappt, dann müssen wir mal zur Sache gehen. Ja, dann Prost Mahlzeit. Ja. Das schaffst du einfach nicht. Nee. Das heißt andersrum, alle arbeiten, alle 100% dahinter und hinterher rennen hin und zurück. Und ja, und wie gesagt, dann trotzdem auch mutig sein im Umschaltspiel. Heißt im Endeffekt auch, man steht auch ein bisschen tiefer, aber aus der eigenen Hälfte. Und dann nicht mit 2 Leuten nur nach vorne. Ja, dann wird es natürlich auch schwierig, gefährlich zu werden. Also du musst dann durchschießen. Und eine hohe Laufbereitschaft, alle zusammen, die Fans dahinter. Und dann sieht man ja, was hier immer möglich ist. Ja, und das ist super, was du sagst. Das denke ich auch, haben die Frankfurt-Spieler im Hinterkopf. Hey, wir haben das Pokal ins Spiel. Und hier geht es zur Sache. Junge, ich muss hier ein bisschen aufpassen, dass ich hier heiler aus dem Spiel rauskomme und das andere ist ja wichtiger. Ja, ist ja, dann sagen alle, ach nein, heute ist wichtig. Da muss man bald einlaufen, das muss ich ihm das schon sagen. Ja. Ja, weißt du, mit den Stollen immer mal ein bisschen klackern hier und sagen, Junge, für dich wird es hier wird gefährlich hier. Wie Benny Thiele selig, ne, der schon auf der Rolltreppe im Parkstadion der heute gesagt, bearbeitet hat. 3 von euch räumen mich ab. Sorry. Ja, aber sowas. Ja, wenn das jetzt macht, sagen die, Chiri, der hat mich beleidigt. So, ja, auf jeden Fall, glaube ich, wird es schwer trotzdem. Ich glaube, die haben jetzt auch wieder so ein bisschen, die sind schon wieder so im Flow reingekommen, jetzt die Frankfurter, die haben jetzt schon wieder so
so ein bisschen geht es wieder nach oben, Trainer weg, Endspiel. Weißt du, die laufen ganz locker auf und haben nichts zu verlieren. Also die können locker aufspielen hier bei uns. Und wie du schon sagtest, da musst du dagegen halten. Da musst du, die musst du einfach bekämpfen, ja, wenn du die nicht bekämpfst. Und dann geht es wieder darum. Schwierig, an. Weil da sind auch keine nicht Fußballer. Nicht dumm sein im Zweikampf. Nicht dumm sein. Ja, vor allen Dingen hast du ja wahrscheinlich auch wieder die Leute dabei, die auch vier gelbe Karten haben. Vergiss mal nicht, wenn die jetzt auch alle wieder bestraft werden sollten. Ja. Also darfst du auch nicht dumm spielen, darfst nicht so ein blödes Foul machen, dass du gleich sofort eine gelbe Karte kriegst, dann bist du nächste Woche auch nie dabei. Ja, zum Beispiel Terodde und Salazar, ne? Die haben nämlich auch jeder vier und könnten gut zur ersten Elf gehören. Die sich eine gelbe Karte holen können. Ne? Ja, aber dann bin ich, dann sehe ich anders. Ich sehe, das Spiel hier ist jetzt, das muss gewonnen werden. Ja. Und dann gehe ich da auf jeden Fall nicht ins Spiel rein. Ja, puh, bloß nicht jetzt die fünfte Gelbe holen. Ja, das, dann kommt, wie es kommt. Wenn ich dann irgendwo einmal ein taktisches Foul machen muss, dann muss ich es einfach machen. Und nicht, ach, lass sie mal laufen. Genau. So sage ich meine fünfte Gelbe. Ja, aber das ja, ist ja so. Ja, jener ist, ich weiß, wie du das siehst, aber es ist ja ein taktisches situationsbedingt. Da muss ich das machen. Nicht wie Bülter halt, aber es kann auch mal anders sein, wo du sagst, muss ich jetzt machen. Braucht man ja trotzdem dann noch einen Punkt in Ja, kann sein. Muss man ja, da aber schon, trotzdem. Wenn du natürlich dann mit einer Rumpfmannschaft ankommst, dann wirst du wahrscheinlich auch fünf Stück kriegen. Also ja, aber Abi, wenn so du einfach wird es nicht sein. Schlagen solltest, du siehst ja, wie es unten aussieht. Ja. Wir haben ja auch noch nicht alle Spiele gewonnen. Ja? Dann sieht das ganz anders aus. Und natürlich müssen wir abwarten, wie die spielen. Aber wir können gucken, wie wir wollen. Hier am Samstag. Ja, das ist erstmal was zählt. Richtig. Ja. Das ist die Grundvoraussetzung. Aber ich möchte nochmal sagen, so das Große und Ganze, ich war ja schon mal hier, ich weiß nicht, ich glaube, ob es Dezember war oder Januar oder Februar, keine Ahnung, da standen wir hier, da war, glaube ich, nach der Hinrunde waren 9 Punkte standen auf der Tabelle. Jetzt stehen wir hier, da sind, glaube ich, 15 Spieler weiter und auf einmal sind es jetzt 30. Ja. Ja, und da sind, was sind es jetzt, 21 Punkte in 15 Spiele. Und das hätte keiner gedacht. Ich habe auch gesagt, wie soll man, weil ich immer denke, man braucht 33 oder vielleicht 34 Punkte, um Relegation zu schaffen oder drin zu bleiben. Eins von beiden. Das war die letzten Jahre, hat das immer gereicht. Und das hätten wir, glaube ich, alle nicht gedacht, dass wir jetzt so stehen und hoffen und zusammenrechnen, was so möglich ist. Und dann muss ich sagen, ja, aber ich kann ja gut rechnen. Weil ich so gut ich wollte mal nur das große Ganze. Ja, hast du vollkommen recht. Wir haben in der Rückrunde vieles richtig gemacht, ja. Und jetzt die nächsten zwei Spiele, ja, geht's muss das vollenden, ja, weil wir haben alle nämlich gerechnet nach 9 Punkten in der Vorrunde, dass die da unten rauskommen, ja. Und das aber hast auch sehr viele Unentschieden geholt, Klaus. Das war natürlich auch zum Nachteil, dadurch kamst du nicht höher. Aber viele Unentschieden halten dich unten. Hättest du in der Rückrunde 15 Spiele, hättest du vielleicht 18 Punkte gemacht, hätten wir über gar nichts mehr gesprochen. Nein, ja, wunderbare Saison, alles gut, es geht weiter, nächste Saison. Und das meine ich. Das finde ich. Und das soll auch Hoffnung geben, finde ich, für die letzten Spiele. Und so. Ja, so müssen wir halt Bayern-Spiel abhaken. Habe ich auch alles erlebt. War so noch 3 Spiele. Einmal war gegen Bayern. Hast du zu Hause 5-1 Klatsche gekriegt. Und dann habe ich gesagt, ja, Robi, alles gut. Das war halt Bayern. Das haken wir jetzt mal ab. Das war ein Spiel für sich. Die kommen aus einer ganz anderen Liga, in der Liga. Aber jetzt die beiden Spiele, was weiß ich, ob es dann noch Mitkonkurrenten unten, die müssen wir jetzt. Da kommen wir in die Aktion. Ja, aber das haben wir dann auch so gemacht. Genau, ja. Und Zuschauer, 60.000, ja, die Portfrauen wiederkommen, die stehen hinter der Mannschaft. Ja. Und von daher, ja. Ja, muss egal wie, wir brauchen 3 Punkte. Und deshalb musst du von Anfang an draufgehen. Ja, du musst klar. Das Ding sofort anzünden, die Stimmung wird schon so sein, das musst du von der ersten Minute an zeigen. Ne, da abwarten oder was, erstmal kommen lassen. Du kannst nicht einfach Wild West spielen und vorne drauf. Ja, also ich würde es nicht machen, weil ich viel Raum im Rücken habe und dann kommen wir auf diese talentierte Spieler bei Frankfurt vorne, dann wird es, glaube ich, auch kritisch. Ich würde das mal, vielleicht aus dem Mittelfeldpressing oder wie auch immer. Also nicht zu tief, aber auch nicht zu weit vorne, so in der Mitte halt.
gucken, dass wir da in die Zweikämpfe reinkommen. Ja. Aber auf jeden Fall dann so, ja, was sagt man immer, so kontrollierte Offensive. So würde ich es, das heißt unterm Strich, die Räume eng machen. Und wenn man die Räume eng macht, hat man die Chance auch, aggressiv in den Zweikämpfen irgendwie da reinzukommen, dass die Leute auch, guck mal, die Jungs hier, die wollen so, die packen so, man gewinnt dann die Zweikämpfe und dann springt dieser Funke rüber. Und dann natürlich, wie gesagt, dann mutig im Umschaltspiel sein mit 3, 4, 5 Leute. Das muss man schon machen. Und die Laufbereitschaft auch mal 10-mal vielleicht umsonst mal vorne reinzufliegen und die 40 Meter hinterher zu rennen aus dem Mittelfeld. Aber ist das so? Ich darf halt auch noch nicht vorne stehen bleiben. Muss ich sofort wieder zurück. Auf jeden Fall. Aber gleich. Nicht zurücktraben. Nein. Hinterm Ball wieder in der Ordnung. Genau. Und dann, ja, vielleicht, du hast ja hier alles aufgestellt. Vielleicht, wenn Bochum in Hertha verliert, ja. Wie soll das denn gehen? Stuttgart muss ja auch in Mainz erstmal gewinnen. Also das sind ja auch alles noch ganz schwierige Spiele für die beiden Mannschaften. Ja. Den Vorteil, den haben wir eigentlich mit unserem Heimspiel jetzt. Und dann gibt es richtig Druck. Glaubst du wirklich, dass Hertha Berlin, die sind abgestiegen? Na, rechnerisch noch nicht. Und deshalb werden die natürlich noch nicht. Wird der da sein? Also wird der da mit denen noch alles versuchen? Zumal es gegen Bochum geht, wo es direkter Konkurrent ist, an den sie dann rankommen. Und die Bochumer wissen auch, was sie für Punkte brauchen noch. Ne? Also, da verlassen auf andere darfst du dich nie. Nee, das sowieso nicht. Voraussetzung, für alles ist, dass wir gegen Frankfurt gewinnen. Genau. So, keine Frage. Aber wenn man dann mal schaut, dann siehst du, dass fast jedes Spiel wichtig ist für Schalke. Ja, klar. Ja. Und zwar nicht nur, weil da die direkten Konkurrenten spielen, sondern selbst so ein Ding, für mich das wichtigste Spiel des Spieltages, findet schon am Freitagabend statt. Das ist Freiburg gegen Wolfsburg. Da sagt man jetzt erstmal, was haben die mit uns zu tun? Aber wenn der Wolfsburger da gewinnt, ist Leipzig schon Champions League sicher. Mhm. Ja? Das heißt, die brauchen keinen Punkt mehr. Die können dann in München gucken, ob sie die Meisterschaft entscheiden, und gegen uns können sie sich nur noch schonen fürs Pokalfinale. Wenn Wolfsburg in Freiburg gewinnt, weiß der Frankfurter, er hat auch keine Chance mehr auf Europapokal. Ne? Oder die Chance ist so minimal, das kannst du vergessen. So, und all das spielt da mit rein. Ja. So, dann hast du Mainz gegen Stuttgart, Mainz jetzt 3-mal hintereinander verloren, ganz schlechte Phase, andererseits letztes Heimspiel. Und ich glaube, dass der Svensson die hinkriegt, um für 90 Minuten nochmal, und die Stuttgarter sind nochmal zwar spielerisch stark, ich war am Sonntag da gegen Leverkusen, haben super Torchancen, die sie aber eben nicht machen, das zieht sich durch die ganze Saison. Ne? Und Mainz kann schon auch zu Hause 2-3 machen. Ne? Und dann aber hätte Stuttgart dieses Spiel am Sonntag habe ich gesehen, habe ich gedacht, das spielt zwei Altherrenmannschaften zusammen, VfL Bochum gegen Schalke 04. Die haben sich ja gar nicht bewegt. Die haben gesagt, nur zu meinen, wo wir angeguckt haben, guck mal, die laufen ja gar nicht. Erste Halbzeit war gar nichts, aber durch die beiden Elfmeter sind die Bremsen gelöst worden und dann ging es auf einmal nur noch hin und her und eine Großchance nach der anderen. Also sie und ist keiner ja macht liegen blank. Ganz einfach, denn dann spielst du auch nicht richtig. Wenn so viel Druck auf den Buckel hinten hast, dann ist einfach so, dass du dann auch nicht die hundertprozentige Leistung bringst. Deswegen reden wir ja auch gerade darüber. Man muss mit den Jungs reden und sagen, schüttelt das ab gegen Frankfurt, sonst kriegen wir hier eine Ladung und dann ist Ende mit Schönschreiben. Jetzt ist aber auch noch mal anders. Du kannst gegen Frankfurt ja auch mal noch zu Hause verlieren und gewinnst trotzdem in Leipzig. Ja. Also abgeschrieben bist du dann immer noch nicht, auch wenn du hier verlieren solltest oder einen Punkt abgeben solltest. Es kommt drauf an, wie die anderen spielen. Also es ist alles offen. Wir werden es beobachten von hier aus. Wir werden hier das Spiel anschauen. Und was können wir machen? Nur den Daumen drücken, dass was passiert und dass wir 3 Punkte holen. Je nach Glaubensrichtung beten. Ja. Ne? Oder auch nicht. Und gucken, dass die Jungs das aufnehmen, was sie in den letzten Heimspielen gezeigt haben, plus Mainz, das war ja auch so, genau das, was du gefordert hast, ne? Nicht mit 2 Leuten mal vorne gucken, ob was geht, sondern mit 3, 4, 5, bei den Umschaltsituationen. Frankfurt spielt mit Dreierkette, wenn wir 2 Außen haben, sagen wir Skarke und Karaman, und schicken die gut, dann kannst du immer genau dahin, ne, dass du die rausziehen musst, dann ist in der Mitte vielleicht 1-1 und dann muss eine gute Flanke kommen und so weiter und so fort. Genau, aber damit beschäftigt man ja auch den Gegner. Das ist ja auch, die Spieler sagen auch, boah,
da geht er wieder über mich drüber, da muss ich wieder hinterher rennen. Oder wenn man es nicht macht, sagt er, oh, da ist ein schöner Tag heute. Ja, die gehen sowieso nicht, die schalten sich gar nicht mit ein nach vorne, es sind nur immer zwei, die vorne spielen, außen, einer zentral. Ja, das haben wir schon im Griff, ich brauche nicht nach hinten laufen. Boah, das ist aber ein schöner Tag. So, das gehört alles dazu, den Gegner beschäftigen, unangenehm sein. Ja, hohe Laufbereitschaft, ich weiß, das ist immer so, sind diese Phrasen, aber das trifft alles wunderbar zu am Wochenende. Und natürlich ein bisschen Glück gehört immer dazu. Richtig. Ohne den geht es nicht. Und schauen wir mal, wie der Kaiser so schön sagt. Ja, und eins ist sicher, die Halle wird volle Lotte hinter uns stehen. Oberrang in Blau, Unterrang in Weiß, nochmal für alle, die kommen, ne, dran denken. Damit während des ganzen Spiels alles blau-weiß bleibt. Ne, nicht nur so eine Choreo zu Beginn des Spiels, sondern im ganzen Spiel soll es eben blau-weiß sein. Gut, die Frankfurter kommen wahrscheinlich in Schwarz und machen da so einen kleinen Strich durch. Was muss ich hier anziehen hier? Ja. Blau? Du musst blau anziehen. Ja gut, du bist ja oben. Sakko habe ich blau. Ja, alles klar, denk dran. Ja. Ne? Wir ziehen alle weiß an und wenn das Spiel gewonnen wird, sind wir nachher blau. Ja. Dann gehen wir. Ja. Dann trinkt man erst wieder. Und wenn noch Bochum verliert, dann haut man nicht rein. Dann lass ich es auch verstehen. Selbe Punkten, und da braucht man nicht allzu viel auf die anderen gucken. Ja, genau. Der Spruch zum Wochenende von Rob Rekers. Wir sagen vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Rob, war klasse. Ja. Jungs, am nächsten Montag stehen wir wieder hier. Und entweder heulen oder nicht heulen, das ist die Frage. Ja. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss und Glück auf.